Ich habe noch einen. Mein Blick in diese neue Übersetzung, wobei ich nicht weiß, wie neu sie denn ist, aber ich habe sie erst heute entdeckt und nun ja. Hier bin ich gerade in Jakobus Kapitel 1 und das ist die Übersetzung, die mich persönlich sehr freut. Wenn ein Bruder niedrig gestellt ist, rühme er sich das Ansehen, das er bei Gott genießt. Ich lasse mal. Schreibt hier auch ein Bruder. Ich hatte bereits Angst bei seiner neuen Besetzung, dass hier Brüder und Schwestern. Das klingt zwar logisch und freundlich, aber dies ist nun mal nicht der Sinn Gottes. Haben es nämlich nicht gesagt, dass im Herrn nicht beide. Das ist klar, aber diese Unterschiede gelten nun einmal, dass sich der Herr im Vater. Jesus dem Vater unterordnet, der Mann Jesus und die Frau dem Manne. Diese Ordnung stammt. Und es gab auch eine Disput, dürfen Frauen eigen taufen? Und ich bin überzeugt, dass dies nicht von Gott gegeben ist. Ich habe gedacht, natürlich, es gibt kein Verbot, aber wie gesagt, man sieht in der keine einzige Frau. Die tauft, wie gesagt, man sieht Weib, man sieht natürlich Propheten, aber wie gesagt, die Prophetie haben wir heute nicht, Weissagungen. Also natürlich gehen wir diese Evangelisation, dies geht sehr wohl. Oder Gemeinde singen, davon steht natürlich auch nichts. Aber ansonsten soll eine Frau der schweigen und auch keine Fragen stellen. Dazu können wir natürlich auch jetzt erstmal zu 1. Korinther 14 gehen. Das wieder und hier mit das wiederum gefällt mir nicht. Weissagen ist wichtiger als Sprachen zu reden. Sagt die Liebe ist hier. Wir reden ja noch weiterhin von eine Übersetzung, die steht: Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen. Gehört sich nicht für eine Frau in der Versammlung zu reden. Das Wort ist trotzdem von euch ausgegangen und ist nur zu euch gekommen. Wenn jemand denkt, ein Prophet zu sein oder denkt, dass mit dem Geist gefüllt sein, wird auch erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, eine Anweisung des Herrn ist. Wer das nicht anerkennt, wird von Gott nicht anerkannt. Und wir sagen, diese Übersetzung, klar, wenn du das Problem hast, hast du keinen Grund, dich Christ zu nennen. Wie gesagt, die Übersetzung ist nicht. Aber deswegen kann man es schreiten, aber dass diese Übersetzung dies so deutlich, diese Dringlichkeit deutlich macht. Dies ist. Entschuldigt bitte. Also, viel, weil das mich freut, dass diese so deutlich macht. Wie gesagt, man dies möge für Ungläubige ein Stolperstein sein. Aber nun ja. Die Bibel soll dich auch helfen, da zu wachsen. Und dies ist leider auch etwas. Es gab Jahre, in denen ich kaum die Bibel gelesen habe. Und deswegen bin ich dem Herrn froh, dass er mir nochmal diese Chance gegeben hat, Team zu bauen. Denn dieses, wie man auch bei Esau sieht, gesehen hat, nicht garantiert. Eine gute Übersetzung ist hier. Auch eine weitere gute Übersetzung hier ist, das ist leider auch bei vielen alten Übersetzungen, die ja, wie gesagt, das Wort der Sprachen, die Sprachenrede nicht. Wie gesagt, die ganze Pfingstbewegung macht daraus natürlich die Zungen. Und ich sehe jetzt nicht, weil ich jetzt die King James Tongues sagt, wie gesagt, aber im Deutschen wird das heißt, macht wie gesagt Sprachenrede, also zum Beispiel auf Estnisch beten, obwohl ich die Sprache nicht beherrsche. Dies war auch die Absicht, wenn man die Apostelgeschichte liest. Darauf kommen wir ein anderes Mal zu sprechen. Jetzt wieder, Gott sei Dank rede ich in mehr Sprachen als ihr alle, aber den Gemeinden will ich lieber fünf sagen, um anderen zu weisen, als 10.000 Wörter, die man versteht. Seid doch nicht Kinder im Verstand, liebe Geschwister, in der Bosheit, das solltet ihr wie kleine Kinder sein, im Verstand, aber seid erwachsen. Im Gesetz steht doch, Menschen mit anderen Sprachen und fremden Worten will ich zu Volk reden, sagt der Herr. Aber dann werden sie nicht auf mich hören. Da ist das Reden in Sprachen.
kein Zeichen für die Gläubigen, sondern eins für die Ungläubigen. Das prophetische Reden ist aber kein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Die ganze Gemeinde zusammenkommt, alle fangen an, Sprachen zu reden. Es kommt Ungläubige, Ungläubige zu. Würden sie euch nicht für verrückt erklären, wenn ihr aber mit verständlichen Worten Gottes Weisung weitergebt, wenn ihr also prophetisch redet und irgendein Unkundiger, Ungläubiger kommt dazu, damit ihm von allen ins Gewissen gerät. Er fühlt sich von und seine geheimsten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, wird Gott erbeten, ausrufen, Gott ist wirklich unter euch. Was folgt denn daraus, Brüder? Ich bin sehr auf sagen, dass hier ist was Positives, dass man hier nicht mit Brüder und Schwester übersetzt, wie es zum Beispiel in der Luther 2017 der Fall ist. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Wenn einige Sprachen reden wollen, dann sollen es zwei oder höchstens drei der Reihe nach tun und einer soll es übersetzen. Wenn kein Übersetzer da ist, soll der Sprachenredner in der Versammlung schweigen und nur für sich zu Gott reden. Auch von denen, die eine von Gott empfangene Botschaft weitergeben, sollen zwei oder drei reden und die anderen Propheten sollen das Gesagte beurteilen. Wenn einer von diesen anderen, die da sitzen, eine Offenbarung empfängt, soll er sie schweigen. Ihr könnt doch alle Reihen nach weissagen, damit alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Die Propheten können ja selbst bestimmen, wann und wie sie ihre Rede geben. Denn Gott ist nicht ein Gott von Unordnung, sondern von Frieden. Insgesamt sagen, dass mein Druck besser ist, als ich den erwartet habe. Beste Bibel ist es sicherlich nicht, aber auf jeden Fall einen Blick wert. Gott befohlen.